danke schön. Wunderschönen Tag euch. Ich bin Alexander Nast und ich werde den heutigen Tag auf der StartupCon moderieren und euch schöne Einblicke in die Welt der Gründer und der Investoren zeigen. Die StartupCon in Köln ist eröffnet und heute kommen 2500 Menschen in die Lanxess Arena und ich bin gespannt, wer alles heute hier reinkommen wird. Was haben wir denn alles hier Schönes? Ha, freust du dich auf heute? Ich freue mich total. Worüber freust du dich am meisten? Ich hoffe, wir lernen hier ein paar coole Startups kennen heute. Während die letzten Vorbereitungen laufen und noch niemand im Saal ist, bin ich bereits im Backstage-Bereich mit den Speakern und wir schauen mal, welche Themen heute auf der Bühne diskutiert werden. Hi, ich freue mich heute drauf, spannenden, innovativen Startups Business Angels näher zu bringen. An alle Gründungsinteressierten, egal ob männlich oder weiblich, macht euch selbstständig und geht das kalkulierbare Risiko ein. Als Gründer geht man selbstverständlich ins Risiko, aber macht es kalkulierbar, indem ihr zum Beispiel einen Seed-Investor mit reinnimmt oder bootstrappt. Hendrik, ich bin gleich hier auf der Influencer-Con und höre mir, wie Supergar-Schuhe noch besser mit Influencer verkauft werden können. Ja, hallo, ich bin Holger und ich freue mich, dass Hendrik mir nachher erzählt, wie wir so Perga noch besser in den Markt treiben können. Auf jeden. Für die Speaker gibt es natürlich nur das beste Essen. Also auch von Jahr zu Jahr. Und ich freue mich sehr, dass Sie und euch heute mitgebracht haben. Hamburg machen die Cake, das ist ein Fachmagazin für Webdesigner und Kreative. Das sind alle Einzelnen, die in dieser Ausgabe drin sind. Das ist eine. Sehr schön, hier geht's in die geheimen Pitchräume. Ich möchte auch mit reinkommen. Sehr schön, und hier wird jetzt gleich gepitcht. Yeah! Also in dem Toyota hier ist es auf jeden Fall schön ruhig, wenn man mal eine Pause auf der StartupCon braucht. Und es gab gerade noch ein Schneidbrettchen dazu. Ist das nicht schön? Hier sind so viele Startups, dass ich jetzt mal frage, was machen diese Startups eigentlich? Und mal gucken, ob sie es schaffen, in 7 Sekunden zu pitchen. Ihr seid Gründer? Ja. Vielleicht. Ja, pitcht mal. Ihr habt noch 5 Sekunden Zeit. Handy Recycling in Deutschland. Wir machen Produkte wieder. Wir machen deutschlandweit das Handy-Recycling. Wir machen aus alten Produkten wieder neue Rohstoffe. Mein eigenes Blaufässchen mit 2 verschiedenen Geschmacksrichtungen. Coole Sache, 5 Tage stehen lassen, 2 Tage kühlen, dann genießen. Das ist der Unternehmerheld. Bist du auch ein Unternehmerheld? Wenn nicht, komm zu www.unternehmerheld.de. Hi, we are Mikey. And Robbie, and we're from Pirate Summit, Europe's craziest pirates startup conference with a lot of fire. Arr! We talk about startups und wir präsentieren euer Startup auf factorytv.de. Woo! Woo! Yay! Hi, ich bin Amy, ich bin die Gründerin von ArtNight und wir bringen Menschen offline zusammen, indem wir kreative Erlebnisse in Bars und Restaurants anbieten unter Anleitung von lokalen Künstlern. Cool! Mit uns musst du nie wieder im Restaurant oder in der Bar auf deine Bedienung oder deinen Barkeeper warten. Mit einem ganz einfachen Swipe to Order. Wir sind Futureworks. Inspire People to Change ist unser Motto. Lösungsfokussiertes Change Management machen wir. Wir begleiten unsere Kunden mit Startups zusammen, Veränderungen durchzuführen. Nutzer der Rolltreppe sich nicht einzustecken. 99,5% keimfrei und weniger Stürze auf Rolltreppen. Super! Wertewandel belohnt den Einkauf nachhaltiger Produkte mit Bonuspunkten. Die können entweder bei unseren Partnern ausgegeben oder gespendet werden. Yometa News, erste Plattform für unabhängigen Journalismus, bei dem du votest, was wichtig ist. Investigativ, relevant, interaktiv. Check it out. Oh Gott, jetzt habe ich versaut. Was versaut. TeamCoop ist alle sportbegeisterten Menschen zu verbinden, egal ob aktiv oder passiv. Hallo, wir sind Refining Arts, Dienstleister im Bereich Video und Web und wir helfen mittelständischen Unternehmen, sich online zu präsentieren.
Hi, wir ermöglichen es Kindern und Jugendlichen mit ihrem Taschengeld online einzukaufen. Sicher, einfach, schnell und mit Online-Filtersystem. Moin, wir sind Grower, wir sind ein Verbund für Startups. Über uns kriegt ihr sensationelle Rahmenkonditionen durch eure eigenen Wingmans. Ja, geht ab. Wir verbinden junge, kluge Köpfe mit Unternehmen, um zu zeigen, wie großen Spaß effizientes Arbeiten machen kann. Super! Mehr Startup-Spirit für ganz normale Menschen, für Angestellte, Unternehmertum und Unternehmen, das Buch, das 4-Stunden-Startup, Handelsblatt-Bestseller und Manager-Magazin-Bestseller und Spiegel. So viele Pitches und so viele neue Ideen. Ich hoffe, dass euch davon einige inspiriert haben und ihr etwas mit nach Hause nehmen könnt. Übrigens gab es hier neben der StartupCon auch noch einen Hackathon. Und die Gewinner des Hackathons werden gleich ihre Ideen vorstellen. Da bin ich sehr gespannt drauf. So old versucht meine Mama nämlich nicht und es war echt krass. Du bist die ganze Nacht, ich glaube bis 5 Uhr morgens waren die am Telefon. So, das war's von der StartupCon. Die ganzen Startups packen ihre Sachen und gehen nach Hause. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo ich meine Tasche hingestellt habe, weil die Lanxess Arena ist riesig. Kann gar nicht funktionieren. Mist. Das war die StartupCon 2016, ein Event, was so groß ist und wo so viele Leute sind, dass man einfach nur in die richtigen Menschen reinlaufen kann oder zusammenprallen oder zusammenstoßen.